Mama ist eigentlich ein Kurzfilm aus dem Jahre 2008 mit der bestechenden Laufzeit von 3 Minuten. Der Film fiel Guillermo del Toro in die Hände, er war davon so begeistert, dass er die Umsetzung als Spielfilm in Auftrag gab und jetzt gibt's Mama auch mit 100 Minuten, quasi dem 30-fachen der Vorlage und wenn ich den Ausgang dieses Reviews etwas spoilern darf. Man merkt. Aber dazu später mehr. Schauen wir mal, Mama beginnt mit der Texteinblendung Es war einmal. Ja, am Set von The Happening. Weil die Kamera fährt irgendwie langsam an einem Auto vorbei, wo man weiß, huhu, da ist irgendwas Schlimmes passiert, fährt auf ein Haus zu. Im Hintergrund hören wir irgendeinen Text über Tode, Panik, Selbstmorde und so weiter. Wir sehen einen Darsteller, der aussieht wie eine Vorstufe der Verwandlung in The Walking Dead, der seine 2 Kinder zusammenpackt, ins Auto verfrachtet und in einer erschreckend digital aussehenden Szene quer über eine Schneefahrbahn düst. Was die Szene für mich allerdings so gut und so intensiv macht, ist erstens seine Panik, die scheinbar vom Selbstmord der Mutter kommt oder wie man dann später im Radio erfährt, hat er sie angeblich umgebracht. Und auf der Rückbank dann allerdings die beiden Kinder, die keine Ahnung haben, was eigentlich abgeht. Und gerade durch deren Unwissen und vor allem durch unser Unwissen in dieser Szene steigt die Spannung enorm. Und man merkt auch dieses Konfliktpotenzial, weil dieser Vater aufgrund seiner Panik so schnell wie möglich fährt, dann schon die Kinder verrückt werden und meinen, der soll verdammt nochmal langsamer fahren, bis dann das Auto über die Klippe wandert. Und es gibt eine kurze Szene dann, wo die Polizei bei dem Haus ist und eine Radiodurchsage eben, dass er seine Frau ermordet und die Kinder entführt hat. Und dann sind die 3 wieder wohlauf. Also die fahren quasi über die Klippe drüber, donnern mit dem Auto hunderte Meter vielleicht nach unten und steigen einfach aus und es geht ihnen wunderbar. Vor allem, finde ich, haben diese 2 Mädels den Absturz wahnsinnig gut verkraftet. Sie haben keine Spuren von irgendeinem Unfall. Das Einzige, was wir haben, ist ein Mädchen, die eine Brille trägt. Da ist ein Brillenglas kaputt, das zweite fehlt. Wir könnten natürlich die Frage in den Raum werfen, wieso sie diese Brille dann immer noch auf hat, aber egal. Der Vater ist nach wie vor hervorragend darin, seine Verzweiflung darzustellen und sie sind dann in diesem Wald und finden irgendein Haus, wo sie hineingehen und dort sprechen die Mädels dann immer von irgendeiner Frau, die angeblich im Wald vor diesem Haus ist, auf was der Vater übrigens überhaupt nicht reagiert. Er kommt dann spontan auf die Idee, hey, wir könnten unsere Kinder umbringen. Warum auch immer, möchte eines der Mädchen erschießen. Allerdings sehen wir dann, wie von hinten dieser Mama-Geist sonst irgendwas kommt und den Vater umbringt. Was ich extrem clever finde, ist, wie da dieser Plotpoint mit der kaputten Brille ins Spiel gebracht wird, weil wir sehen, wie diese CGI-Kreatur auftaucht, dass die Tochter eben das nicht mehr gescheit sehen kann mit der Brille und scheinbar, um auch für den Zuschauer das Antlitz von diesem Dämon etwas geheim zu halten, sehen wir das Ganze aus der Perspektive der Tochter ziemlich unscharf, ziemlich undeutlich und das finde ich ehrlich gesagt richtig cool. Das Einzige ist dann wiederum, vor allem, man muss zugeben, während diese ganze Szene passiert, der Vater ist mit einer Tochter in dem einen Raum und möchte die dort erschießen, die andere sitzt komplett woanders und bekommt davon nichts mit. Was mich eben ein kleines bisschen wundert, nachdem sie jetzt gerade ihrem Tod so knapp entkommen ist, dass sie nicht vielleicht irgendwie das Gefühl hat, man sollte sich in der Nähe von Personen aufhalten, die man kennt und denen man vertraut. Gut, vielleicht so wie der Vater in der Szene gerade agiert, würde ich auch nicht gerne in seiner Nähe sein, aber egal. Nachdem der Vater von diesem Geist weggeschleppt wurde, verhalten sich die Mädels wieder mal irgendwie surreal und komisch, weil sie bleiben weiterhin ziemlich ruhig. Zugegeben kann man das dem Film allerdings auch nicht wirklich ankreiden, nachdem es sich bei Mama immerhin um einen surrealen Mystery-Thriller handelt. Wir haben dann die Einblendung 5 Jahre später. Wir sind bei Jessica Chastain und ihrem Freund Lucas, übrigens gespielt von demselben Schauspieler, der vorher den Vater gespielt hat. Beide haben kein Geld, die Miete ist nicht bezahlt, aber es gibt dann doch gute Nachrichten. Chastain ist nicht schwanger. In der Zwischenzeit durchkämmen irgendwelche Jäger ein Gebiet von diesem Wald, machen eine kurze Pinkelpause und währenddessen findet einer durch Zufall dieses Auto.
Ja, weil ein weißes Auto ja inmitten des Waldes so schwer zu finden ist. Und abgesehen davon, 5 Jahre später. Es hat jetzt 5 Jahre gedauert, bis man dieses Auto gefunden hat. Wie? Ich meine, ganz ehrlich, wenn dein Vater mit 2 Mädchen, mit 2 Kindern verschwunden ist, nehme ich doch an, dass die Polizei möglicherweise gute Methoden des Wiederauftreibens dieser Personen zur Anwendung bringt. Was bedeutet Hubschrauber, sonstige Technologien, keine Ahnung was. Wir spielen immerhin in einer Zeit, wo es Handys gibt. Vielleicht könnte man die orten. Nein. Stattdessen fahren 2 Jäger scheinbar nach seit 5 Jahren diesen Wald ab und suchen nach diesem Auto, ganz, ganz klar. Und dann natürlich direkt neben diesem weißen Auto ist dann auch diese Waldhütte. Sie gehen dort hinein, finden Kinderzeichnungen als Höhlenmalereien. Glücklicherweise gab es in diesem Haus offensichtlich genug Stifte, die diese Mädchen 5 Jahre lang beschäftigt gehalten haben, aber man muss trotzdem zugeben, die Atmosphäre von der Szene, wo die beiden durch diese Hütte gehen und bis man dann diese 2 Mädels sieht, ist wirklich hervorragend. Nur könnte man sich fragen, mitten im Wohnzimmer finden die Jäger so einen riesigen Haufen Kirschkerne. Soll offensichtlich einfach nur darstellen, wie lange diese Mädels schon in dieser Hütte wohnen. Aber jetzt nur einmal ganz einfach und logisch gefragt. Ich bin in einer Hütte gestrandet. Abgesehen davon, dass ich vielleicht versuchen würde, von dort wieder wegzukommen. Aber das ist wieder was ganz anderes. Würde ich, wenn ich um diese Hütte tausende Quadratmeter, Quadratkilometer, was weiß ich, was an Wald habe, meine Essensreste nicht im Wohnzimmer deponieren, sondern möglicherweise einfach das Fenster aufmachen und sie dort entsorgen. Wie gesagt, tausende Kirschkerne, könnt sich fragen, wo sie die Kirschen herhaben, aber egal, mitten im Wohnzimmer. Und wieso gehen diese Mädels auf 4 Beine? Ich meine, das waren ganz normale Mädchen, die jetzt halt mehrere Jahre abseits der Gesellschaft gewohnt haben, aber Chastain und ihr Freund bekommen jetzt dann diese Kinder. Wir sehen dann einen Psychologen, sonst was, der eindeutig aussieht wie Adrian Monk. Der meint, die ältere von den beiden, Victoria, war zu alt, um ihr Vokabular wieder zu verlernen. Die jüngere, Lily, allerdings hat nie sprechen gelernt. Da kommen wir zur nächsten Frage. Ich bin alleine mit meinem kleinen Bruder, kleine Schwester, sonst irgendwas, in einer entlegenen Waldhütte. Gut, man kann vielleicht sagen, man kann es von Kindern nicht verlangen, dass sie logischerweise dann auf die Straße zurückgehen, wo doch dieses Auto nicht wahnsinnig weit von der Straße weggerollt ist, aber egal. Ich kann weniger verstehen, wieso man es in diesen 5 Jahren verlernt zu gehen, aber wenn ich mit einer einzigen Person 5 Jahre lang alleine bin, dann würde ich mich doch drum kümmern und bemühen, dass diese Person sprechen lernt. Weil sonst ist doch auch mir wahnsinnig langweilig, wenn ich niemanden habe zum Kommunizieren. Wenn das Einzige ist, was man gemeinsam tun kann, die Wände besingen in der Hoffnung, dass irgendein furchtbar animierter CGI-Geist wieder mal auf ein kurzes Spiel vorbeischaut, dann weiß ich nicht, ob das so eine wahnsinnig nachvollziehbare Aussicht auf die Zukunft ist. Aber egal, Luke hat zufällig für Victoria diese Brille parat. Selbstverständlich sind nach 5 Jahren alleine im Wald leben ihre Dioptrien nach wie vor unverändert. Lucas kämpft um das Sorgerecht für die beiden Mädchen und vor Gericht sehen wir dann ein Überwachungsvideo, wo wir sehen, wie die beiden Mädels in dieser Psychiatrie oder sonst was, wo sie jetzt untergebracht sind, agieren. Und da fällt wirklich auf, dass diese beiden Kinder, vor allem Victoria, absolut fantastisch spielen und diese Jungdarstellerinnen wirklich großartig sind und nur einen Blick in Richtung Kamera werfen müssen, um den Zuschauer den kalten Schauer den Rücken runter zu werfen. Da zeigt der Film Mama wirklich, wo seine Stärke liegt. Dieses Unbehagen, dieses Unwohlsein, dieses Ungewisse, was in diesen Mädchen steckt, das ist, finde ich, das, was man als treibende Kraft von diesem Film bezeichnen kann. Und solange der Film davon profitiert, solange der Film dieses Element so sehr ausschlachtet, wie man es nur ausschlachten kann, solange ist Mama wirklich absolut großartig und spannend. Vor allem,
Von Adrian Monk kommt jetzt die Auflage, Chastain und Lucas kriegen die beiden Kinder nur dann, wenn sie in ein bestimmtes Haus einziehen, das Monk quasi für eine Fallstudie besonders ausgestattet hat und so weiter. Die nächste Befragung, wo Monk mit einem der Mädchen redet, ist richtig creepy, vor allem durch die Beleuchtung, die dann wirklich furchteinflößend rüberkommt. Muss man echt sagen, ein wahnsinnig toller Kinderpsychologe, der seine Befragung bei dem gruseligsten Licht durchführt, was er nur irgendwie finden konnte. Und dann auch, wenn die Familie mit den beiden Kindern in dem neuen Zuhause ankommt und man natürlich mitbekommt, dass die beiden Mädels mit dieser Umgebung, mit dieser Zivilisation im weitesten Sinne nicht mehr wirklich zurechtkommen können, ist wirklich toll gemacht und man merkt nach wie vor, beziehungsweise immer noch, wie beeindruckend diese beiden Jungdarstellerinnen sind. Es gibt eine absolut geniale Aufnahme, wo wir Lilly in ihrem Zimmer sehen, wie sie mit Mama spielt, also durch die Luft fliegt und mit einem, was weiß ich, mit irgendeinem Bettlaken oder sonst irgendwas einen Zerrwettbewerb macht, keine Ahnung was. Chastain steht um die Ecke, bekommt davon natürlich nichts mit, redet über irgendetwas völlig Belangloses und dann kommt auch Victoria in das Zimmer hinein, nimmt aber vorher extra die Brille ab und schließt die Tür, also wir bemerken, entweder hat Mama ihr das so aufgetragen oder sie will Mama einfach nicht scharf und natürlich sehen, nimmt deswegen immer vorher die Brille ab. Ich kann es auch nachvollziehen, weil hätte ich den Film in 3D gesehen, hätte ich wahrscheinlich die Brille auch immer freiwillig abgenommen, wenn dieser animierte CGI-Geist im Bild ist. Aber diese ganze Vorstellung, diese ganze Einführung der Familie ist, finde ich, wirklich toll gemacht. In erster Linie, weil wir in den Hauptrollen des Films wirklich vier super Darsteller haben, die ihre Rollen so gut verkaufen können. Der Grusel kommt außerdem recht schnell mit irgendeinem schwarzen Loch in der Wand. Und dann taucht plötzlich Mama auf, die Lucas die Stiege runterstößt. Und da muss ich mich aber jetzt ernsthaft fragen, wieso attackiert Mama Lucas? Weil scheinbar hat diese Mama die Kinder erst aufgegabelt, wie sie in dieser Waldhütte gelandet sind. Sie hat sie quasi nicht schon dorthin begleitet. Gut, sie hat sie dort beschützen wollen, weil ihr Vater sie umbringen wollte. Gut, jetzt allerdings sind die Kinder gut aufgehoben, haben eine Familie, die sich um sie kümmert und plötzlich wird dann der Geist eifersüchtig. Ich meine, wir hatten in Horrorfilmen schon oft mit eifersüchtigen Geistern zu tun, versteht mich nicht falsch, aber grundsätzlich ist es doch so, dass ein Geist in einem Horrorfilm eine treibende Motivation hat. Eine Emotion, entweder Hass, Rache, Eifersucht, bla, keine Ahnung, ja, und die bleibt im Film hindurch aktuell. Aber ein Geist, der von Beschützerinstinkt dann zu Eifersucht geht, sowas ist irgendwie selten und wirkt dadurch dann für den Zuschauer auch ein kleines bisschen willkürlich. Aber wir kommen dann wieder zu einer nächsten Szene, wo Mama wieder zeigt, wie viel er aus ganz wenig machen kann. So eine echt skurril komische Essszene. Ich weiß nicht, spätestens seit ich Texas Chainsaw Massacre gesehen habe, wundere ich mich, ob es in Filmen irgendwann einmal ansatzweise eine Dinner-Szene gibt, die nicht irgendwie komplett creepy und wahnsinnig ist. Bei der Recherche von Monk übrigens sehen wir das auch wieder toll, wie der Film aus nichts etwas machen kann. Weil ich habe noch nie so eine furchteinflößende Ecke gesehen. Wir sehen Monk, der vor seinem Computer ist, dann irgendwie langsam so ein unheilvolles Gefühl bekommt, sich dann umdreht, eine Ecke sieht, wo nichts ist, wo nichts passiert. Und trotzdem zuckt der Zuschauer zusammen bei der Anblick von einer Ecke. Hier. Eine Ecke. Ist das furchteinflößend oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich meine, gut, scheinbar kann sowas nur ein Film wie Mama erreichen. Lassen wir das. Und dann, ebenfalls relativ cool gemacht, Jessica Chastain hört plötzlich in ihrem Zimmer die beiden Mädels singen, geht dann langsam durch den Gang, was eine wirklich atmosphärische Szene ist, vor allem, weil im Hintergrund dann wieder das Licht so flackert und die Glühbirnen alle nicht funktionieren, wo ich mir denke, das ist ein wirklich tolles Stilmittel, wenn wir in irgendeinem verlassenen Gebäude, Gebiet, sonst was sind, aber in einem bewohnten Einfamilienhaus denke ich mir, dass so flackernde, kaputte Glühbirnen relativ schnell ersetzt sind.
und wenn sogar die Leute in Science plötzlich in der völligen Finsternis im Keller eine Glühbirne auswechseln können, dann erwarte ich von Jessica Chastain, dass sie das zu Hause auch zusammenbringt. Aber gut, Chastain geht dann in den Raum von diesen Mädels, wo die miteinander spielen, der Kasten ist offen, sie möchte nachschauen, was dort drinnen los ist, die Mädels meinen, nein, du sollst dort nicht hineingehen. Sie fragt, warum, die Mädels sagen genau nichts drauf. Keine Ahnung, führt ist das Portal nach Narnia, keine Ahnung, und dafür allerdings, dass das wiederum eine wirklich creepy und atmosphärische Szene war, haben wir dann nachher wieder so einen aufgesetzten Jumpscare im Gang, kurz bevor der Film zum Remake von Patricks Höllentrip verkommt, weil Lucas ist im Krankenhaus an diese lebenserhaltende Maschine angeschlossen, das Gerät schreibt dann plötzlich Mama, 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 Mama und er träumt dann irgendwie von Blair Witch Project meets Michael Jacksons Thriller. Keine Ahnung, was das soll. Plötzlich hat er eine Nulllinie, wacht dann wieder auf. Das ging schnell. Vor allem, dass er und Chastain dann drüber Witze machen, dass er vor einer Minute fast gestorben wäre, ist für mich dann doch irgendwie ein wenig nachvollziehbarer emotionaler Sprung. Wir haben Besuchstag, die Tante kommt vorbei und besucht die beiden Mädels. Die Tante ist übrigens diejenige, die auch das Sorgerecht für die Kinder haben wollte, die jetzt natürlich ein Interesse daran hat, dass das von Chastain und Lucas wieder weggenommen wird. Sie sieht, dass die Kinder lauter blaue Flecken haben, meldet das dem Jugendamt. Wie fein, dass dieser Jugendamt-Plot irgendwie im weiteren Verlauf des Films keine wirkliche Bedeutung hat. Aber gut, wahrscheinlich ist das Ganze nur Fall 40 von Renee Zellweger. Und damit haben wir schon erledigt, wohin das Ganze kommt. Keine Ahnung. Monk befragt übrigens dann in der nächsten Szene wieder eines von den beiden Mädels, wird dabei etwas lauter und hält ihr ein Foto hin. Ist das Mama? Ist das Mama? Ist das Mama? Ja, ich meine, wir kennen vergleichbares Verhalten vielleicht von Adrian Monk, aber zugegebenermaßen vielleicht ist das nicht die effektive Möglichkeit, um irgendwelche Informationen aus einem Kindchen herauszubekommen, die ein traumatisches Erlebnis hatte, wie zum Beispiel 5 Jahre mehr oder weniger alleine in einer Hütte im Wald aufzuwachsen. Und haben wir uns eigentlich schon gefragt, wie diese beiden Mädels dort überlebt haben, ernährungstechnisch? Weil wir sehen zwar einen riesigen Haufen Kirschkerne, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall nicht, dass man 5 Jahre lang nur von Kirschen leben kann. Aber egal, weil nachdem er sie so anfährt, ist das Mama, ist das Mama, tut sich auf der Wand wieder dieses schwarze Loch nach Silent Hill auf und er flüchtet in Panik. Chastain hat darauf in irgendeinen extrem gefilterten Albtraum mit irgendeinem Baby und einer Klippe, der relativ cool gemacht ist, bis der Film allerdings dann Inception-mäßig den zweiten Traum im Traum und damit verbunden einen komplett unnötigen Jumpscare einbringen muss mit Mama, weil jetzt fällt mir dann langsam etwas auf, was finde ich als bezeichnendes Damoklesschwert über diesen Film hängt. Mama ist genau so lang furchteinflößend, wie Mama nicht vorkommt, weil das Konzept von Mama, das Konzept von diesem Geist, diese beiden großartig spielenden, etwas seltsamen Mädels, alles großartig, bringt alles Atmosphäre, Spannung und so weiter in den Film, aber sobald man diesen CGI-Geist mit diesen wehenden Kleidern und so weiter sieht, ist es für mich einfach irgendwie komplett vorbei. Diese wabernde CGI-Kreatur unter dem Bett büßt einfach binnen Sekunden alles von Spannung und Atmosphäre ein, die der Film jemals wieder aufbauen kann. Und dann gibt's allerdings wiederum eine recht coole Szene, wo wir sehen, dass Adrian Monk durch das Haus geht mit einer Kamera in der Finsternis und einfach dauernd fotografiert, so wie Adam bei der einen Szene in Saw, wo er dann gefangen genommen wird, sehen wir alles immer nur als einzelnes Bild und da kommt dann natürlich irgendwie ein möglicher Angriff, wieder mal furchteinflößend und cool rüber. Lily haut in der Nacht von zu Hause ab, was dann zur Folge hat, dass Chastain die Fenster vernagelt und es folgt danach, finde ich, wiederum eine wahnsinnig coole Szene, die in die furchtbarste Szene des Films übergeht. Und die, finde ich, wirklich perfekt zeigt, was ich vorher gemeint habe mit Mama ist genauso lange gut, wie Mama nicht drinnen vorkommt. Wir sehen
Justine, die quasi einfach nur das Zimmer der Mädchen herrichtet. Im Hintergrund kauert eines der Mädels. Sie spricht mit Victoria oder so in der Küche. Dann geht die spazieren und wir sehen aber, dass Lily hinter ihr in der Küche ist. Fragen uns dann, hey, was ist das hinter Justine? Und dann sehen wir eben, wie dieser Geist langsam aus dieser Position in den Kasten geht, die Tür zumacht und dort verschwindet. Großartig gemachte Szene eigentlich, weil so normal und quasi unfurchteinflößend, wie diese Szene begonnen hat mit Justine in dem Zimmer, bis wir dann draufkommen, dass das Kind, was wir eigentlich geglaubt haben, dass dort ist, gar nicht dieses Kind ist. Wirklich fantastisch, doch dann macht Justine den Kasten auf und es kommt, finde ich, die klischeehafteste und schrecklichste Jumpscare-Szene, die ich seit langem in einem Horrorfilm gesehen habe. Justine macht den Kasten auf, und während sie in diese Richtung schaut, taucht auf der anderen Seite ganz kurz der Geist auf, der vorher quasi im tiefen Schwarz verschwunden ist. Taucht der Geist plötzlich auf, man sieht plötzlich das Gesicht des Geistes, die Musik wird plötzlich laut und dann macht Justine den Kasten wieder zu. Sie hat den Geist nicht einmal gesehen. Und es ist so offensichtlich, dass die komplette Szene nur den einzigen Zweck hatte, den Zuschauer zu erschrecken. Und sowas finde ich einfach nur widerlich, weil das zeigt, wie man den vorher eigentlich gut aufgebauten, spannenden Gruseleffekt zu einem derartig billigen und unnötigen Schocker verkommen hat lassen, der einfach vor allem auch nicht funktioniert und nicht wirkt. Wo als Reaktion nicht mehr als ein Lacher zu erwarten ist. In der nächsten Szene fahren wir vorbei an einem Auto, Autovermietung Enterprise, wo ich mir denke, hey, beam me up, ich würde mir gerne ein Raumschiff mieten. Aber gut, Lucas ist auf dem Weg in diesen Wald zu der Hütte, wo die Mädels aufgewachsen sind, während Justine eine von Adrian Monk gelesene Geschichte namens Mama über eine Frau, die ihr Baby an einer Klippe verloren hat, quasi genau Justines Traum von vorher liest. Und Lucas ruft dann Justine aus dem Wald an. Klar, diesmal gibt's im Wald perfekten Handyempfang. Genauso wie es in allen anderen Horrorfilmen dort nie Empfang gibt. Aber egal, Mama, abgesehen davon, dass er die unnötigsten Schockeffekte teilweise hat, hat, finde ich, auch den unnötigsten Gebrauch des einen freien PG-13-F-Worts, das ich jemals in einem Film gehört habe. Justine hebt nicht ab, Lucas kommt zur Mobilbox, wo Justine quasi spricht, hinterlass eine Nachricht nach dem Piepton, F dich! So dringend notwendig, ja, ich beleidige auch immer die Leute, die mich anrufen, ja, auf meiner Nachrichtenbox, was weiß ich, ich begrüße die Leute mit, hallo, du Shyamalan-Anhänger, du Riesenfan von Texas Chainsaw Massacre 4, du geistiger Intellekt am Möbel, wie geht's dir denn heute, hinterlass mir doch eine Nachricht nach dem Pfeif. Du Pfeifton! Ich weiß es nicht, was das Ganze soll. Auf jeden Fall, jetzt, wo wir mittlerweile alles über Mama wissen, woher sie kommt und was sie tut, ihr merkt, wie wenig ich davon in dem Review wirklich erklärt habe. Nicht, weil ich hier die Spoiler mickrig halten wollte, sondern weil es euch wahrscheinlich im Endeffekt so sehr interessieren würde wie mich. Jetzt, wo wir das alles wissen, jetzt, wo der Film langsam aber sicher auf seinen Höhepunkt zusteuert, attackiert Mama im Haus dann plötzlich Justine und auch die Kinder, wo wir quasi dann bei der dritten Emotion sind, die der Geist durchzusetzen versucht, weil jetzt, wo die Eifersucht gegenüber den neuen Eltern nicht mehr durchzusetzen ist, ist sie scheinbar wütend auf die Kinder, weil sie scheinbar irgendwie Angst hat, allein gelassen und nicht mehr gebraucht zu werden. Keine Ahnung. Justine liegt irgendwann einmal am Boden, Mama kommt, versucht ihr quasi die Lebensenergie aus dem Rückenmark zu saufen. Von der Atmosphäre der Szene her fehlen mir, finde ich, da nur die Schlürfgeräusche wie bei Dracula, tot aber glücklich. Und Mama verfolgt dann die Mädels und diesmal nimmt Victoria aus undefinierten Gründen ihre Brille nicht ab, sondern schaut Mama direkt an, bis dann Mama hingreift, ihr die Brille abnimmt
und sie in den Fingern zerquetscht. Das war also die einzige Bedeutung von diesem Motiv. Yay! Wir hatten zwei Szenen, wo Victoria ihre Brille abgenommen hat, eine Szene, wo sie sie nicht abgenommen hat, wo sie dann dafür Mama kaputt gemacht hat, und das Ganze war entirely pointless! Yay! Anyways, natürlich muss jetzt plötzlich die böse Tante auftauchen, weil selbstverständlich gerade im Finale für die auch noch Platz sein muss. Eigentlich der einzige menschliche Antagonist in dem ganzen Film, die muss einen ganz besonderen Tod sterben, und da muss natürlich auch dieses alte Horror-Klischee da sein, dass sie in die Küche geht, dass dort Mama so dasteht und dann irgendwann einmal auf Kommando sich umdreht und böse dämonisch reinschaut und dann diese Tante in die ewigen geistigen Jagdgründe verfrachtet. Fein, dass wir diesen Plotpoint auch irgendwie geklärt haben. Und natürlich, dass dieses theatralische Umdrehen wieder mal nur für die Kamera inszeniert wurde, stört in dem Sinne auch fast niemanden, weil mich stört sowas. Und dann sehen wir noch eine kurze Rückblende, wo die tote Mama im Wasser liegt, eben bei dieser Klippe, unter dieser Klippe ist ein Wasser. Sie ist dort abgestürzt, offensichtlich gegen einen Ast gedonnert, der ihr scheinbar den Rücken, das Rückenmark durchtrennt hat. Sie hat dann dort diese offene Wunde, wo irgendwelche Falter rauskommen. Das nächste, was ich bis jetzt im Review noch nie erwähnt habe, Falter sind ein laufendes Motiv in diesem Film, sind immer dort beim schwarzen Silent Hill Portal zu finden, fliegen immer dann, wenn Mama auftaucht, zwischendurch einmal durchs Bild. Falter! So ein ausgelutschtes Horror-Klischee, fast so furchteinflößend wie Fledermäuse. Und ganz ehrlich, Fledermäuse sind spätestens seit Ace Ventura 2 wahrscheinlich wesentlich furchteinflößender als die Falter hier. Aber lassen wir das. Das erklärt jetzt zumindest auch, nachdem dieses riesige schwarze Loch auch in Mamas Rücken war, warum sie genau Chastain an der Stelle das Lebenselixier aussaugen wollte, obwohl die Szene, wie ich finde, dadurch auch nicht wesentlich bedeutungsvoller wurde. Egal, Mama nimmt die Mädels dann zurück zu dieser Hütte, um sie umzubringen. Warum? Ich meine, ganz ehrlich, wenn das Ziel von Mama wäre, diese beiden Mädels umzubringen, hätte sie das dann nicht schon vor Ewigkeiten machen können, in dieser Hütte oder in dem Haus? Wieso hat sie zuerst die beiden neuen Eltern terrorisieren müssen, um dann die Kinder zu entführen und dann über diese Klippe zu führen? Irgendwie kommt es mir fast so vor, als macht die Motivation von diesem Geist keinen Sinn! Und vor allem, wie reißt ein Geist mit zwei Kindern in den Armen? Mietet der einen Geisterbus, das Ghost Taxi? Ja? Who you gonna call? Ghost Taxi! Ich weiß es nicht, was auf jeden Fall das soll, wie sie dann wieder zurückkommt zu diesem Haus und zu dieser Klippe und bla bla. Aber es ist natürlich klar, dass das Finale des Films dann genau bei dieser Klippe spielen muss, von der Jessica Chastain geträumt hat, wo wir dann den CGI-Geist endlich wirklich voll in seinen ganzen lachhaften Glanz ertragen müssen und der dort die Kinder über diese Klippe schicken will. Besonders leicht will das Lily mit sich machen lassen, deswegen wirft sich Lucas auf Lily, die zwar vorher von dem Geist wirklich ganz einfach angelockt wurde und auch schon gemeint hat, ja, über die Klippe gehen ist eine super Idee. Und dann wirft sich Lucas auf sie und sie versucht sich nicht einmal ansatzweise irgendwie zur Wehr zu setzen. Mama versucht daraufhin, Lucas die Seele auszusaugen, wird aber von Jessica Chastain dadurch überlistet, dass die ihr Baby aus dieser Traumsequenz in der Hand hält. Bones Chastain hat plötzlich das Skelett, die Überreste von diesem Baby, in ein Tuch eingewickelt auf dem Arm. Ich könnte jetzt fragen, willst du mich auf den Arm nehmen, aber dort ist kein Platz, weil dann dort ist schon ein unnötiger Plotpoint angebracht. Auf jeden Fall ist sie zuerst dadurch abgelenkt, geht dann auf die Klippe zu, ja. Mama macht bei Chastain zweimal diesen vulkanischen Schlafgriff, sonst was, aber Chastain wacht immer wieder auf, kann dann zum Schluss Victoria zurückhalten an einem Gürtelteil von diesem Mantel, was sie hat. Lily will in der Zwischenzeit zur Mama zurück. Victoria bleibt aber irgendwie bei ihr. Und dann
kommt das große Finale, wo Mama und Lilly über die Klippe schweben, sich dort zu irgendeiner Art Cornetto-Kokon verwandeln und abstürzen und zu tausenden Faltern werden. Gut, Kudos einerseits nur dafür, dass Mama, glaube ich, der einzige Horrorfilm seit Ewigkeiten aus Hollywood ist, wo man sich tatsächlich traut, ein kleines Mädchen im Finale umzubringen. Gut, die anderen drei überleben, sie hat sich heldenhaft geopfert, aber trotzdem ist das, finde ich, nicht die Verfahrensweise, die man normal in irgendeinem großen Kinoblockbuster erwarten könnte. Dafür schon einmal ein kleines Lob, aber dieses Lob verschwindet spätestens dann, als Lilly sich zwar geopfert hat, aber dann in einem blauen Falter weiterlebt, der demonstrativ aufflattert und auf die Kamera zufliegt. Und mit diesem blauen Falter, der in Richtung Kamera fliegt, endet Mama und wir sehen den Abspann. Der von Guillermo del Toro produzierte Geisterschocker Mama macht vieles richtig, aber auch vieles unglaublich falsch. Was bei dem Film bemerkenswert ist, sind die großartigen Schauspieler, allen voran die beiden Jungdarstellerinnen, die beiden Kinder, die wirklich einen fantastischen Job machen und in Wirklichkeit nur in Richtung der Kamera schauen müssen, um den Zuschauer den blanken Horror den Rücken runterlaufen zu lassen. Jessica Chastain ist wirklich gut, der Schauspieler in der Doppelrolle, der einerseits Chastains Freund spielt und in der Anfangsszene den Vater der beiden Kinder, der ist auch wirklich großartig, vor allem seine Panik am Anfang des Films ist absolut hervorragend gespielt. Das ganze Mysterium, das der Film Mama in der ersten Hälfte bzw. in der ersten Stunde rund um diesen Geist aufbaut, so wie die ganze Geschichte rund um Mama, rund um diese beiden Kinder aufgebaut wird, vor allem diese ganzen kleinen Situationen beim Wiedereinfinden der Mädels in die zivilisierte Gesellschaft, sind einerseits toll geskriptet, andererseits toll gespielt, auch wenn man teilweise wirklich deutlich das Gefühl hat, dass wir hier die Langfilmversion eines Kurzfilms haben, weil sich Mama dann streckenweise doch etwas zart, aber aus ist es für Mama dann, sobald der Geist wirklich ins Bild rückt, sobald Mama präsent ist und wiederholt gezeigt wird, verliert der Film alles, was er sich vorher an Atmosphäre aufgebaut hat, verliert alles an Spannung, alles an Intensität und verkommt leider nicht einmal zu einer Lachnummer oder zu einem trashigen Geisterfilmchen, das auf diese Art und Weise unterhaltsam wird, sondern wird einfach von einem clever geschriebenen, großartig gespielten Geisterschocker zu einem unfassbar klischeehaften 0815 Horror, den man nicht nur schon tausendmal, sondern vor allem schon tausendmal besser gesehen hat.